Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Hoppitz und ich begrüße dich zu meinem HTML5-Lehrgang für Einsteiger. Mittlerweile sind wir jetzt schon bei der 16. Lektion angelangt. Es geht hier um das übersichtliche HTML-Programmieren, eine Sache, die manche als nicht ganz so wichtig erachten, ich finde sie aber schon sehr wichtig. Nähere Infos, wie immer an dieser Stelle der Hinweis unter www.html5.wilernen.at. Gehen wir also in diese Lektion herein. Es ist hier ein Listing und übersichtliches, gutes HTML-Programmieren bedeutet letztlich, dass er immer wieder Kommentare einfügt. Das heißt, erklärt, was gerade mit diesem Listing gemacht wird, was da gerade bezweckt wird. Ich habe das hier sicherlich übertrieben, indem ich hier dann alles oder weitgehend alles hier genau erklärt habe. Das soll ich darauf hinweisen, dass man ein Listing einer Webseite möglichst gut auskommentieren sollte. Es könnte sein, dass dieses Listing schon etwas länger wäre, also viele Zeilen umfassen würde und wenn du es später mal verändern möchtest, weißt du vielleicht nicht mehr genau, wo einzelne Bezüge sind und wie du was gemacht hast. Und der nächste Punkt ist dann, der auch nicht weniger wichtig ist, als das Einfügen von Kommentaren, ist, dass man hier immer wieder einrückt. Das heißt, wenn man hier eine Tag aufmacht, wie hier der Head-Tag zum Beispiel, dass man hier das, was innerhalb dieser Tags ist, immer wieder einrückt. Hier zum Beispiel der Body-Tag, rückt man dann ein und hier habe ich dann den Anker-Tag, also für einen Link. Und das, was hier innerhalb ist, rücke ich dann noch einmal ein. So habe ich eine schöne Struktur und sehe dann gleich auf den ersten Blick, was zusammengehört. Und das macht sicherlich einen übersichtlichen Quelltext aus. Wenn ich jetzt in dieses Beispiel hineingehe und ich den Seitenquelltext mir anzeigen lasse, sieht man gleich, dass das Ganze auch im Browser sehr übersichtlich ist und man sich dann rasch zurechtfindet. Man rasch schon sehen kann, was dann bewirkt, wenn ich eben hier diese Informationen wieder genauer anschaue. Das, was ich jetzt mit dir gerade besprochen habe, noch etwas zu verfestigen, dass das auch dann wirklich auch in den eigenen Webseiten beherrscht, empfehle ich dir, diese Aufgabenstellungen hier unten durchzugehen und wünsche dir viel Erfolg mit dem übersichtlichen HTML-Programmieren.